Ich höre da immer so ein Schreien. Ich weiß nicht, ob das mir gilt oder einer, der immer so ganz laut seine Begeisterung, jeder drückt sich ja anders aus. Ich begrüße Sie aus dem Hotel Maritim in Bonn zu einer neuen Folge von Dallas. Tolles Publikum hier in Bonn. Solche Schreie kenne ich nur, wenn jemand gefoltert wird oder von Frauen. Naja, ist ja dasselbe. Okay. Wobei wir auch beim Thema sind, als ersten Gast habe ich einen Mann. Sie kennen ihn alle. Wenn nicht, dann tun Sie wenigstens so. Ich finde es einer der kompromisslosesten und schärfsten Kabarettisten in Deutschland. Spitze Zunge. Wenn er den Mund aufmacht, vielleicht sagt er auch gar nichts. Ich freue mich auf Richard Rogler. Guten Abend, Richard, ich muss mir jetzt deine verschwitzte Hand nicht nochmal wieder reinziehen. Wir haben es ja hinten schon gerade gesehen. Du hast gesagt, du hättest dir die Hände vorher nicht gewaschen. Also lass uns mal probieren. Ja. Gar nicht so schlimm. Jetzt sind sie noch dreckiger. Ja, okay. Richard, man macht sich doch auch manchmal schmutzige Finger, wenn man also gegen den eigentlichen Trend, gegen das Kommerzielle. Du bist ja einer, der seine Meinung noch sagt in Deutschland. Habe ich gehört, hat mir einer erzählt, stand in deiner Info von deiner Plattenfirma, was sie rausgeben. Du hast ja gar keine Platte gesungen, nicht? Nee, ich habe noch nie eine Platte. Ich habe einmal versucht, im Fernsehen zu singen und habe ich abgebrochen. Gebrochen haben die Leute? Nee, die haben nicht gebrochen. Die haben dann mit mir mitgefiebert, ob es beim zweiten Mal klappt. Und seitdem lasse ich das auch. Muss ja nicht jeder singen. Nein. Du singst ja schon. Ja, das ist doch auch ein Grund, wäre ein Grund für dich doch auch zu singen. Diesmal haben wir heute gar keine Anfangsmusik. Gleich anfangen mit Labern. Aber ich singe jetzt nicht. Nein. Ich kenne ja deine alten Schlager noch von früher. Heute hauen wir auf die Pauke. Wir machen durch bis morgen früh. Und du hast ja mal als Karnevalssänger angefangen. Ja? Nachdem, oder warst du das nicht? Nein, das war ich nicht. Ach, das warst du nicht. Ja. Was warst du denn eigentlich vorher? Ich kenne dich ja erst so seit 20, 30 Jahren. Was hast denn du vorher gemacht? Ich habe solide. Lass die Leute doch erstmal auslachen. Gutes Publikum hast du noch nie gehabt, sowas, nicht? Nee, ich habe auch. Ich habe noch nie so einen Auftrittsapplaus gehabt, das hat mir gefallen auch gerade. Bei mir klatschen die Leute nicht so viel, weil die müssen dann noch mitdenken, ich muss immer meine Meinung sagen, da vergessen die oft das Klatschen. Ne? Ja. Weißt du? Aber du hast mich gerade was gefragt. Was habe ich denn gefragt? Also, was ich vorher gemacht habe. Ja, vorher. Ich habe solide aufgebaut, ich habe erstmal die Schule besucht. Das ist ja wohl Pflicht in Deutschland, Schulpflicht. Ja. Du bist doch Deutscher, nicht? Ich bin aus Oberfranken, ne? Also kein Deutscher. Doch, Oberfranke. Das ist im Mittelpunkt Europas jetzt. Vorher war es ein Grenzlandgebiet. Oberfranken, nicht Oberpfalz, lege ich großen Wert drauf. Nicht Kellner Schwaben, sondern Oberfranken. Ja. Banater Schwaben heißt die. Boxbeutel kennst du doch, Boxbeutel. Boxbeutel, da habe ich studiert mit Boxbeutel. Ich habe in Würzburg studiert, als sind wir schon bei meinem Aufbau. Studiert, ja, also hast du Abitur. Vorher. Komm, schnell runter damit, das interessiert die Zuschauer nicht. Das dachte ich mir. Ja. Bildung ist hier nicht gefragt bei dem Sender. Ja. Ja, was willst du jetzt wissen? Ja, ich genieße das. Es sind schon einige da. Es sind einige hier, die auch Abitur haben. Du hast kein Abitur, ne? Nein. Du warst Kellner oder Schreiner, was hast du? Schriftsetzer, das macht er nicht. Schriftsetzer. Das war der Engholm auch. Engholm? Der war früher Schriftsetzer, ja. Der wird jetzt wird er wohl bald, verstehst du, nicht? Zwangsweise. Ja. Engholm war Schriftsetzer. Nein. Der hat Schriftsetzer und er hat immer diese Buchstaben SPD gesetzt und irgendwann wollte er mal wissen, was das heißt. Und so kommt er raus. Oh.
Bist du hier von Kanzler Kohl gesponsert oder warum machst du solche Antisozialsprüche? Ich bin überhaupt nicht gesponsert von Kanzler Kohl. Ich habe den. Aber du bist. Ich kenne den gar nicht. Ach, na ja, persönlich. Nicht persönlich, du wählst ihn. Ich wähle ihn nicht. Ich bin lange. Ich habe den eigentlich noch nie gewählt. Ich habe zeitweise SPD gewählt, dann mal Grüne. Ich komme aber jetzt langsam von der Droge des Wählens weg. Gehörst du zu den 33%, die nicht wählen langsam? Ja, und die sind ja auch die Demokratie erhalten. Hat der Vorscherau ja gesagt, die SPD hat ja nur gewonnen, weil so viele nicht gewählt haben. Und der Vorscherau hat zum ersten Mal gesagt... Vorscherau ist der Bürgermeister von Hamburg. Die haben alle Abitur, haben wir doch gerade festgestellt. Alle. Muss ja nicht mehr das Publikum belehren. Ne? Alle haben Abitur hier. Ist aber ich sehe einige hier. Ah, ja. Ist, oh. Und der Playboy bei die Sissi. Hat er gefragt? Meine Frage, Sissi, wo wir gerade über Bildung sprechen. Kennst du, hast du schon mal was mit einem Abiturienten gehabt? Kann man das essen? Gut, nicht? Gute Nummer. Ne? Gut, ja. Gut. Ich habe mich natürlich nicht getraut, oder was nicht, nicht getraut, sie zu fragen, ob sie selbst Abitur hat. Also. Ja. Wir Bunny müssen das haben, wir Bunnies. Sonst dürfen wir kein Bunny werden. Also. Ist das Voraussetzung? Ja, richtig, ja. Natürlich. Kennen Sie Foscherau? Henning Foscherau. Ist das? Ja. Und wie ist der so? Ist der gut? Ja, das war jetzt. Das war nichts. Ja. Der Foscherau ist ein netter Kerl. Das ist ein netter Kerl. Ja. Auch war... Helmut Kohl kann manchmal sehr nett sein. Du ich habe jetzt gerade gehört, die haben vorgestern haben die beiden im Oggersheim, seine Frau, Frau Kohl, ja. Gesessen, Fernsehen. Da sagt sie: Guck mal, Helmut, die Milva singt. Sagt er: Hoffentlich sind keine Deutschen drauf. Der ist zu kompliziert, versteht kein Mensch. Ich habe ihn auch nicht verstanden. Ja. Haben Sie den Witz verstanden? Erklär ihn doch mal bitte. Ich habe ihn ja nicht verstanden. Ach so. Habe ich ihn wohl falsch erzählt? Ich weiß nicht. Ich bin Meister im Poengenverlauf. Also, ich habe noch nie einen Witz richtig erzählen können. Ah, du lebst ja von Witzen erzählen. Was ist denn dein Lieblingswitz? Komm eine Frau zum Arzt und erzähl mal weiter. Prost erstmal, Richard. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich glaube, besser, wenn du jetzt trinkst und nicht diesen blöden Witz erzählst, den sowieso keiner versteht. Verstehe gar nicht. Ich habe einmal Lieblingswitz, der dauert aber 5 Minuten. So viel Zeit haben wir gar nicht. Das ist eine Kurzgeschichte, aber die lasse ich bleiben. 5 Minuten? Ja, damit können wir Sendezeit schinden. Ja. So lange dauert ein Witz? Nein. Ja, wenn er von mir kommt. Also. Ja. Aber ich mache ihn jetzt nicht, weil der dauert wirklich zu lange. Ist ja, dann wollen wir das dem Publikum aber sparen. Das habt ihr nicht sparen. Verdient und ich auch nicht. Ja. Schauspieler bist du vorher gewesen? Ja. Schauspieler? Ja. Und? Erzähl mal. Bin ich nicht mehr. Ja. Schlechter Schauspieler ist wahrscheinlich, sonst würde man dich erkennen. Oder unbekannter Schauspieler. Hast du im Kinofilm mitgemacht? Hast du mit Armin Müller Strahl gedreht oder was? Nein, überhaupt nicht. Hat mir noch keiner angeboten, nee. Hast du nie in einem Kinofilm mitgemacht? Am Wörthersee? Noch nicht mal einen Schluck am Wörthersee? Überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Hast du überhaupt Filme gedreht? Nein, überhaupt nicht. Nein. Theaterschauspieler? Theater habe ich gespielt, ja. Hast du mir mehr Leute aus dem Milieu dargestellt oder so? Milieuleute? Ja, ich musste immer die Outsider spielen, die so laut schreien und so. Die Loser? Ja, Faschisten und so weiter musste ich immer spielen auf der Bühne. Hat mir keinen Spaß gemacht. Dann bin ich da wieder weg. Nun, jetzt bist du bekannt für gewisse Kreise. Für gewisse Kreise, ja. Wer kennt mich denn überhaupt? Ich weiß nicht, du hast gesagt, alle. Einer, zwei, drei. Ja, ja. Man kann sagen, hier, wir haben hier 240 Leute. 4 haben sich gemeldet. Das sind 4%. Nee. Das sind 2%. 1,5 bis 2%. So hoch ist auch mal deine Einschlafquote gewesen. Ja. Aber das reicht. Das sind dann doch letztendlich viele, weil man freut sich über den Einzelnen. Also ich mache ja immer Urlaub in Norderney und da spricht mich schon der ein oder andere an. In Norderney? Ja. Die verwechseln mich aber öfter. Musstest du als Kind da immer schon, mit wem verwechseln die dich? Die haben mich immer verwechselt mit dem Fahnder. Und da war ich in der Sandburg drin und da kamen die, kommen ja nur Kinder dann auch hin. Ja? Die waren alle erst 4, 5. Hm. Und die haben das dann sehr spät Sandburg gemerkt. Sandburg ist eine Kneipe auf Norderney. Aufreißerschuppen. Nein, das ist, da hast du auch schon oft gespielt. Da sehe ich immer deine Plakate. Doch, du bist im Haus der Insel immer. Ja, da habe ich gesehen, Karl Dahl gastiert da. Ich habe das noch nicht so weit gebracht. Daran kann ich mich noch erinnern, aber an selbst kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Nein, du machst, weil deine Eltern dich mit nach Norderney genommen haben, musst du jetzt... Nein, nicht meine Eltern. Aber da bin ich ja später. Wir fuhren ja nie in Urlaub, war kein Geld da. Jetzt, als ich selbstständig, seitdem ich selbstständig bin, fahre ich nach Norderney immer. Ja, ne? Sonst nichts. Es gibt auch noch andere Inseln. Borkum, Memmert, Süß. Da war ich noch nicht. Baltrum, Langeoog, Spiekeroog, Wangeoog, Sylt. Es gibt so viele Inseln. Warum immer Norderney?
Weiß ich auch nicht. Weil der Strand da am öligsten ist? Ist er gar nicht, nein. Jetzt habe ich gehört, dass da ein Ölklumpen... Einer? Ja, ein Ölklumpen ist angeschwemmt worden. Nein, wir sind da hingefahren, weil meine Frau immer als Kind schon nach Norderney fuhr. Und aha, also doch irgendwo infiziert worden. Du musstest so, mit. Ja. Bist gezwungen worden. Ja, und ich kenne da auch schon viele auf Norderney. Schön da. Mhm. Ja. Du, ich war, das war meine Insel. Weil das war deine Insel, ne? Ich komme ja aus Ostfriesland, bin immer, das war das Größte, so ein Wochenende. Wir als junge Menschen nach Norderney. Und da habe ich auch immer aus der Nachbarburg immer gehört. Rumbaggern haben wir auch da. Ja. Rumbaggern, erfolglos rumgebaggert natürlich. Ja. Weil Frauen lieben ja nicht nur schön aussehende Männer, sondern man muss auch ein bisschen Kohle dabei. Aber ich habe tatsächlich mitbekommen in der Nachbarburg, die waren aus Münster. Ja. Und die hatten auch den Burgenwettbewerb, haben den dritten Platz erreicht. Mhm. Und der Vater kam einmal später, so zum Strand um 11 Uhr, und er hatte Karten für deinen Auftritt besorgt. Er sagte, man muss auch im Urlaub mal was für Kultur tun. Ist wirklich wahr. Ja. Ja. Ich bin nachts immer... Ist kein Scherz. Da kannst du mal sehen, welches Image du in Norderney hast. Ja, diese Burgenwettbewerb, das ist man, die bauen sich Burgen. Ich weiß nicht, wenn einer von euch mal an der Ostsee... Wie viel waren schon mal an der Nordsee und der Ostsee von euch? Mehr als Richard Rogler kennen. Okay. Ja. Und die machen dann Burgenwettbewerbe, die schönste Burg, wo so Muscheln drauf geklebt werden. Und die habe ich nachts immer zertrampelt. Ja. Ja. Immer kaputt gemacht. Ich bin so ein Kaputtmacher, weißt du? Mache ich gerne. Ja. Aber das gefällt mir auch an dir. Ja. Okay, deswegen bist du auch gekommen, nicht? Ja, ich wollte mir auch mal ein bisschen gehen lassen. Ich muss ja immer aufbauen. Das machst du seit Jahren schon nicht mehr, ne? Nee. Was denn aufbauen? Ja, so die Menschen aufbauen, so Hoffnung geben, da hast du längst scheiß doch drauf. Ja. Warum denn? Ja, davon leben ja auch viele Leute. Damit kannst du auch Geld verdienen. Aufbauen ist, musst halt Kurse machen und so. Also Aufbaukurse heißt das? Ja, Aufbaukurse. Ja. Ja. Wie siehst du dich jetzt so? Würdest du, wenn du jetzt auch noch dein eigener, bist du auch dein eigener Manager? Ja, ich bin alles. Verkaufst dich auch, wenn man dich zum Beispiel haben will für eine private Mucke. Einer will privat in seinem Wohnzimmer einen Kabarettisten haben, der so ein bisschen die Leute beschimpft. Ja. Kommst du? Im Wohnzimmer? Ja, im Wohnzimmer und beschimpfst die. Nee, und nimmst die vorbei oder so? Ja, ab 6.000 Mark mache ich das. Ja. Okay, Aufruf an alle, die zu viel Kohle haben und ihre Gäste nicht leiden können. Richard Rogler kommt für 6.000. Da kommt noch 14% Mehrwertsteuer dazu. Ja, und die Getränke. Und die Getränke. Frei saufen. Das kann verdammt teuer werden. Ja. Du bist ja der Erste, der über seine Gage spricht, nicht? Ja, der Erste, nee. Nein, der sagt, ich koste so viel. Da gibt es immer so unheimliche Gagen. Einer sagt, er muss 35.000 Mark haben. Und beim Zahnarzt, der kriegt dann 35.000 Mark. Tommy Gottschalk, beim Zahnarzt, 35.000 Mark? Habe ich gehört, wenn er überhaupt kommt. Ja. Ja, wenn er gerade in Malibu ist. Ja. Ja. Aber zum Beispiel Bernhard Langer bekommt, wenn er gar nicht Golf spielt, nur auf der Liste steht schon 30.000 Mark. Nur um da zu nur sitzen? Der muss nicht mal da sitzen, der muss nur als angetreten erscheinen auf der Liste. Ich habe mal gehört, dass in Hollywood ist das so üblich, dass man an Privatpartys Stars einlädt. Und da hat damals so Dean Martin, der hat also 12.000 Dollar gekostet auf einer Party, wo er sich zuschüttet, und 3.000, wenn er nur am Haus vorbeiläuft. Wenn ich jetzt ein Keller-Kleintheater anruft, ein kleines Kellertheater, du hast ein One-Man-Programm, wir wollen jetzt auch mal nicht nur über diese Schweinemucken sprechen, sondern wenn er jetzt zum Beispiel Richard Rogler macht knallhartes politisches Kabarett, die Leute gehen völlig kaputt nach Hause. Die gehen überhaupt nicht kaputt nach Hause, die... Nee. Nein. Belastest du die nicht mit deinem... Doch, die sind sehr belastet. Ja. Aber die können ja auch Getränke zu sich nehmen dann. Dann wer entsorgt die dann eigentlich wieder gegen diese Belastung? Das weiß ich nicht, das müssen sie dann irgendwie... Kann man denn mal eine rauchen hier, für die Minderheiten mal, damit... Was willst du denn, warum? Du brauchst einen Ascher? Ja, habt ihr da schon Becher hier? Nee. Ja, du kommst, Bunny bringt gleich einen Aschbecher. Wir haben hinten sicher einen Ascher liegen. Mhm. Du brauchst, wir sind ja natürlich jetzt schon hier fast über eine Viertelstunde, du musst natürlich ist zu lang, rauchen. Ne? Du hast also auch diesen, da kommt sie mit dem Aschbecher. Ach, ist das nett. Ja. Danke. Danke. Ja, wenn mich jetzt da einer anruft, dann komme ich da hin. Ja. Ja, ich bin ja für Minderheiten tätig. Ja. Ja. Und erzähl mal, so, wie sieht dein Programm aus? Gehst rauf, singst nicht, quasi ist die Leute kaputt? Ich rede 2 Stunden und das halten viele aus. Hm. Hast du in der Pause Abgänge? Ich,
Sie wollten nicht fragen, ob Groupies in der Garderobe sind, sondern ob die Leute, ob dann hin und wieder sich das immer mehr lichtet bei dem ohnehin schon kaum besetzten kleinen Theater. Macht Spaß, ne? Sehr schön. Ja. Findest du das nicht witzig hier? Ich finde das sehr witzig, ja. Nein, bei mir stehen öfter schon mal auch vor der Pause Leute auf dann. Ja? Gehen entrüstet raus. Das sind Schauspieler, die du bestellt hast. Kleindarsteller, die bei einem gewissen Stichwort sagen, so, das reicht mir aber, Erwin, ich gehe. So. Nein, das sind oft Leute, die haben vielleicht was Falsches verstanden. Und das ist ja immer sehr schön, wenn dann so in der dritten Reihe so vier ganz gemütlich aufstehen und gehen mal raus. Also in den nächsten 10 Minuten dann schon gerettet für mich auf der Bühne. Das passiert mir öfter. Ich habe gar nicht mehr hingehört, was du gerade gesagt hast, denn ich denke jetzt an unseren nächsten Gast. Wer kommt denn noch? Ja, wer kommt da noch? Das muss ich mal erstmal. Ich weiß, wer kommt, Sie wissen nicht, wer kommt. Er moderiert seit geraumer Zeit die ZDF-Hitparade. Ja. Das ist die Fangruppe. Ja. Er hat seinen eigenen Fanclub mitgebracht. Vielleicht hat er es auch nötig. Er steht hier hinter wie ein Pferd und kratzt schon. Es ist Uwe Hübner. Oh. Hi. Grüß dich, Uwe. Guten Tag. Wir haben es ja schon gesehen. Was soll das denn hier mit der Palme? Also, ich habe mir natürlich gedacht, indem ich erstmal erfahren habe, ich habe ein bisschen in deinen Annalen nachgelesen, dass du Zimmerpflanzen magst, da habe ich einfach mal von der letzten Hitparade was abgeräumt und habe mir gedacht, ein gelbes Band, du kennst ja den Brauch, gell? Gelbe Bänder. Das ist eine Yucca-Palme. Ja, sowas ähnliches, ja. Eine Yucca. Weißt du, dass die immer größer wird im Laufe der Jahre? Ja, das habe ich auch gemacht. Lass mich kurz mit dem Band erklären. Ich finde das gut, wenn die ganze Zeit vor deinem Kopf steht, dann... Ja. Nehmen wir sie mal beiseite. Ja. Muss die jetzt die ganze Zeit da stehen, die Yucca-Palme? Schieb sie etwas weiter nach außen. Ich finde das ja ganz toll als Deko. Gelbes Band, du weißt, was es bedeutet. Das bedeutet, dass wir dich ganz gerne, das ist ja ein amerikanischer Brauch für all die, die weite gegangen sind und die mal wieder heimkehren sollen. Wir erwarten ihn mal wieder in der ZDF-Hitparade. Wie wär's denn? Ja! Yeah. Das verdeckt die eine Kamera. Stell die Yucca-Palme. Die fängt ja schon langsam an zu jucken. Also ich bin allergisch gegen Bäume, ja? Sagst du jetzt? Du hast also deinen Partner mitgebracht. Du stehst auf Bonsai-Bäumchen, oder was ist es? Ein Mann wie ein Baum, gab es da mal... Es ist doch ein Bonsai eigentlich, ne? Na, ein bisschen beschnitten ist er schon, ja. Ja. Beschnitten ist er. Nun, jetzt wollen wir mal von deiner Tätigkeit sprechen. Uwe, du warst mal auch bei RTL und hast meine Sendung immer angesagt. Mhm. Und seitdem du da nicht mehr bist, läuft die auch sehr gut. Ja. Manchmal warst du gar nicht informiert, wer der Talkmaster ist. Du hast da hier hingestellt, du musst 30 Sekunden labern, ich kann mich noch daran erinnern so. Damals sahst du noch viel jünger aus, das ist vielleicht jetzt 1,5 Jahre her. Na, mehr als 30 Sekunden gab es für die Sendung nicht zum Ansehen, ja, da kann man nicht viel sagen. 30 Sekunden, da sind die Leute schon unter den Händen weggeschlafen. Ja. Du hast als Fernsehmoderator, Sprecher, aber vorher warst du beim Rundfunk, nicht? Ja, beim Süddeutschen Rundfunk. Da habe ich dich übrigens zum ersten Mal gesehen. Ja. Bei Verstehen Sie Spaß? Ja. Verstehen, genau. Du kannst mich ruhig duzen. Verstehen du Spaß? Verstehen Spaß. Ja. Da bist du zum Fernsehen gegangen und jetzt bist du der Moderator der deutschen Hitparade im ZDF. Du hast einer der letzten Sendungen mal deine ganzen Interpreten. Mhm. Doch, irgendwie, erzähl mal, was. Also, es war einfach ganz einfach. Gezwungen hast du die? Nö, es war die Frage, ich gehe zu Karl Dall. Ich hatte so ungefähr 10 Interpreten, 3 sind gleich aus der Tür gerannt. Aber so 6 haben sich dazu bereit erklärt. Julio Iglesias zum Beispiel. Das wäre was. Julio Iglesias. 6 Interpreten haben gesagt, wir werden uns mal ein bisschen nachdenken. Was haben 6 wieder? Hier ist dein Fanclub. Bei uns sitzen sie wirklich in der ersten Reihe. Es ist, der Uwe hat seinen Fanclub mitgebracht und die eine hat die Hand vom Klatschen verletzt. Hast du, ja. Oh, aber es ist doch nett, gell? Extra aus Berlin angereist. Ich meine, ich habe jetzt ein paar Karten nicht bezahlt. Nicht? Nee, ich habe sie nicht bezahlt. Mit dem neuen Intercity. Bei dem keine Toiletten funktionieren. Also, das ist toll, dass ihr seid vom Uwe Hübner Fanclub. Ich finde das toll. Ich habe so einen Club nicht. Ja.
Und wenn, dann leben die nicht mehr. Ich dachte, das. Ja. Nachdem die aus Berlin kommen, dachte ich, du jetzt dann mehr an mich abgetreten. Aber naja. Was habe ich abgetreten bei dir? Nein. Die Mädels. Ach so. Oh, die kann ich ja noch übernehmen in ja? 20, 30 Jahren. Das ist aber nicht so einverstanden. Hör mal zu, wenn Uwe Hübner die Zielgruppe ist von euch, dann bin ich es doch wohl schon lange, oder? Geht ihr nur nach Äußerlichkeiten? Ja. Erzähl mal, jetzt hast du diese 6 Schlager-Fuzzis da gebeten. Genau, und ja. Habe ich gesagt, was fällt euch zu Karl ein? Und dann war erstmal betretenes Schweigen. Mhm. Und jeder hat versucht, so ein bisschen vielleicht aus irgendeinem Repertoire zu schöpfen, also ein Lied vielleicht, aber es wollte einfach nicht klappen. Mir ist nichts eingefallen. Und dann haben wir ein bisschen Schubse gegeben, wir haben ein bisschen geübt und wir haben gesagt, irgendwas werden wir schon durchdrücken. Und das ist das Ergebnis. Hey Uwe, wenn du zu Dahl gehst, grüß ihn schön von uns Hitparadensängern. Weitersagen. Wenn du auf den Ball gehst, vergiss bitte nicht, Uwe, uns Hitparadensänger von Karl zu grüßen. Balthasar. Wenn Sie auf den Ball gehen, sagen Sie dem Karl und dem Uwe, Sie sollen sich für uns Hitparadensänger ein hinter die Binde gießen. Weitersagen. Wer einen Ball hat, der soll damit auf die Hitparadensänger und nicht auf Karl und Uwe schießen. Weitersagen. Wenn wir Fußballladensänger Fußball spielen, sollten wir genau wie Uwe Seeler möglichst viele Tore auf Karl Dahl schießen. Waldersorgen. Wir Fußballanhänger wollen, dass Karl Dahl in die Bundesliga aufsteigt, weil er ganz einfach schöner ist als Uwe Hübner. Walter fragen. So, damit ist der Beweis angetreten. Auch in der Parade, wir lieben dich alle. Ja, sag mal, du kannst mit so Schlagersängern kann man ja wohl alles machen, nicht? Also ja. Deswegen habe ich die Sendung überhaupt übernommen. Ich wollte es endlich mal anfassen, weißt? Ich muss immer alles was spüren irgendwie. Ich meine, früher habe ich die Sendung auch toll gefunden, dann hat es ein bisschen nachgelassen. Aber als das ZDF damals anrief und haben gemeint, willst du mal so ganz hautnah ran an die Jungs und die Mädels? Da habe ich gesagt, das ist eine ganz schöne Verlockung. Wie lange machst du das jetzt noch? Schon. Also ich mache es jetzt 1,5 Jahre und ich werde es nochmal 1,5 Jahre machen und da muss man mal sehen. Ich mein, in Deutschland ist es ein bisschen gefährlich, man kommt dann in die Schublade rein, dann denkt man immer nur, der Junge kann nur und mag nur den deutschen Schlager ertragen, was ja nicht stimmt. Wir haben ja bei uns in der Hitparade auch ein bisschen was Englisches. Voraussetzung, es muss Deutsch in deutschen Landen produziert ja. sein, also in der Bohlen zum Beispiel. Albino und Romina ja, Powder zum Beispiel. Die sind sehr erfolgreich. Mhm. Die waren auch schon drin, aber ihr, du bist doch eigentlich der Verfechter des deutschsprachigen Liedes, oder also ich stehe dazu. Ich muss natürlich sagen, am Anfang habe ich auch gedacht, wie ist es denn so eigentlich? Es ist ja so ein bisschen in der Ebbe da drin gewesen. Das ging immer tiefer, auch mit den Einschaltquoten der Hitparade. Jetzt haben wir das schön gebremst. Ich glaube, das ist, also das ist so eine Bauchgeschichte, weißt du? Kommt so aus dem Bauch raus. Ich glaube, dass der, das, was ich dir jetzt erkläre. Der deutsche Schlager ist... Auch wenn er von Arsch ist. Ja, es ist ja zum Glück nicht für alle, wird ja nicht für alle dorthin geschmiert, aber es gibt ja immerhin noch so einen harten Kern, gell? Du hast mal Shitparade dazu gesagt, finde ich übrigens eine sehr gute nicht Geschichte. Nicht von mir, Shitparade. Ja? Jetzt haben wir doch vor 20 Jahren schon, wir haben es doch schon, damals haben wir es doch schon, damals nicht, als du noch Requisiteur warst, da haben wir, wenn Dieter Thomas Heck diese, und das ist die Nummer 3, so weißt du, da haben wir uns also kaputt gelacht, ja. Nun hatte damals die Hitparade aber diesen Effekt, dass da noch Sänger live singen mussten, die gar nicht singen konnten. Naja, stimmt. Und heute, da laufen die Dinge ab, die man sowieso in den Hasencharts hat. Und deswegen sage ich ganz einfach, wäre das nicht so ein Tablett so für neue, so Nachwuchskünstler wie Richard und ich, so, damit wir auch mal mit einem unbekannten Produkt rauskommen. Ihr sendet ja nur die Sachen, die man eh schon aus den Rundfunkparaden kennt. Nee, dann hast du sie also lange nicht mehr gesehen. Anders. Also Schildparade erstmal, um das aufzuklären, vollkommen richtig. Denn für die Sendung mögen, ist es ja eine harte Droge, gell? Also die 5 Millionen sind streng mit dabei. Du, inzwischen natürlich, finde ich auch nicht so gut, aber es wird mit Playback gearbeitet. Also wenn es nach mir ginge, müsste es sofort geändert werden. Live. Aber natürlich, live ran. Es live ist doch wunderbar, wenn du singst, dann kommt so ein kleines Mädchen in deinen Arm gerannt und knutscht dich da ab und so und du vergisst deinen Text dabei, finde ich unheimlich gut. Ja, der war die Hanna Haller was fertig gemacht mit Blumen. Ja? Die hat da gesungen, mein lieber Mann und so weiter, und die haben sie mit Blumen fertig gemacht. Du wirst ja. Wir haben auch den Dieter, Arme haben müssen. Wir haben beim Dieter Bohlen mal also die Sturmflut freigegeben, haben wir gesagt, bei mal sehen, Dieter was Bohlen passiert. Tut mir das nicht leid, aber nee. Hanna Haller zum Beispiel. Ach so, aber der hat sich dann echt fast die Gitarre gebrochen, gell? Echt? Also hat, ja, war. Oh, danke schön.
Aber ich meine, das muss man auch können, Playback singen, gell? Man darf nicht hinterher. Das ist viel schwieriger als das. Danke. Wollen Sie was anderes? Nein. Oh ja, seitdem ich in Köln bin, habe ich irgendwas, so was Perverses kennengelernt. Was denn Perverses? Apfelsaft mit Amaretto. Habt ihr das? Ja. Aber bitte nicht so viel Apfelsaft. Bitte. Ja. Der ist sehr knapp. Du lässt dir Wasser bringen und da wirst du Apfelsaft mit an. Das habe ich jetzt nicht bestellt, sie war so nett. Armer kleiner Retto. Amaretto ist ein Schnaps aus Italien. Ja, das weiß ich. Ja? Ja. Der brennt nicht, weil er so ein süßes Zeug und ist unter 32%, davon 10% Bedienung. Ja. Amaretto ist ein tolles Getränk. So, was kann man denn, nachdem man so eine Sendung gemacht hat, noch werden dann? Ist das Teil einer Berufsausbildung? Ist gut, du stellst gute kritische Fragen. Ja, vor allem. Soll das nun ohne alles Biss? Ohne Biss? Ja. Du musst ja aufbauen, du hast ja auch aufgebaut. Also, wenn du jetzt so eine Sendung hast und was willst du denn danach? Ja, was war also, danach? Du musst selber singen. Ich komme ja, und ich meine, ich hoffe, dass ich vielleicht noch ein paar daran erinnere. Ich komme ja von RTL Plus, wo ist die Kamera, wenn Sie mich noch kennen, ein bisschen nicken, ja? Macht er nicht, macht er nicht. Obwohl, es war nicht der schärfste Junge bei Spiegelei, gell? Da hat die Dame mal von unten aufgenommen. Nee, das war, Spiegelei war eine unwahrscheinlich freche Geschichte, da war man so ein bisschen gesättigt. Dann wollte ich eben so an die ganz großen Stars ran, die ich damals noch nicht hatte, aber ich glaube, ich komme aus der Spielecke und ich werde auch, und das steht fest, in die Spielecke, in die Spielshow-Ecke zurückkehren. Also kommt jetzt unweigerlich Quiz. Quiz, Spielshow, also Quiz ist ja Abfragen für mich, von Wissen muss nicht sein, Spielshow. Ich mag es eigentlich so, wie es bei Spiegelei war, Menschen wie du und ich auf der Straße rein ins Studio holen. Ich finde, dass die manchmal besser drauf sind als so mancher Moderator. Wen meint er jetzt? Es war wie ein Geschenk des Sommers. Sie ging mir nicht aus dem Kopf. Wie unbeschwert sie war. Und sie hatte diese Vorliebe für Raffaello. Den weißen Genuss ohne Schokolade. Eine raffinierte Art, Süßes zu genießen. Ohne Schokolade. Das reizte mich. Ich musste sie wiedersehen. Raffaello, weiß und unbeschwert. Als ob der Sommer nie zu Ende geht. Vielen Dank für die Antwort. Flecken, gerade heute. Ist dir das nicht auch schon mal passiert? Tja, nicht richtig gespült. Es gibt jetzt keine Entschuldigung mehr für Flecken. Neu, Somat 2000. Phosphatfrei, chlorfrei und viel ergiebiger. Somat 2000 spült fleckenlosen Glanz. Auf diesen fabelhaften Abend. Das neue Somat 2000. Fleckenloser Glanz. Ohne Nachpolieren. Coca-Cola Light. Das unvergleichliche Geschmackserlebnis. Noch nie hat mir eine einzige Kalorie so gut geschmeckt. Der neue Coca-Cola Light Geschmack. Eine Klasse für sich. Jetzt auch koffeinfrei. Man nehme Dr. Oetker Ristorante. Lasagne, Tagliatelle und Tortellini aus der Tiefkühltruhe. Ristorante schmeckt wie beim Italiener. Wenn Sie wollen, kocht Ihnen dieser Videorekorder in einer Minute 6 Kannen Kaffee. Wenn Sie es sagen, wäscht, poliert und föhnt er Ihr Auto. Und zwar so lange, dass Sie es nicht wiedererkennen. Und er putzt 30 Kilo junges Gemüse ohne Vitaminverlust. Er ist die absolute Weltsensation. Stimmt. Grundig Videorekorder mit integriertem Archivsystem. Weltneuheit. Made by Grundig. Gebrauchtes Papier kann man einfach wegwerfen. Oder einen Hut rausmachen. Oder ein Schiffchen. Oder eine Weltneuheit. 80% recyceltes Papier als Verpackung für ein bewährtes Deo. Der neue 8x4 Ökozerstäuber. Und mit der wiederverwendbaren Pumpe für den Austauschpack sparen Sie auch noch Geld. 8x4 Ökozerstäuber, Ihr Deo für morgen. Galbani Mozzarella, der zartfrische italienische Käse aus reiner Milch. Genießen Sie den unvergleichlich milden Geschmack von Galbani Mozzarella, der so harmonisch zu Ihrem Lieblingssalat passt oder zu Vorspeisen oder Hauptgerichten
Oder auch ein ganz heißer Tipp zum Überbacken. Galbani Mozzarella, ein Käse, eine ganze Welt frischer Ideen. Galbani, Käsemeister aus Italien. Zähneputzen allein löst Zahnbelag nicht immer. Deshalb gibt es Plaques. Die Zahnspülung, die Zahnbelag schon vor dem Putzen löst. Plaques Zahnspülung gegen Zahnbelag wirkt deutlich mehr als Zähneputzen allein. Plaques, jetzt auch in Mintfrisch. Magnum, köstlich knackige Schokolade und zart schmelzendes Langnese-Eis. Oft sind es die puren, einfachen Dinge, die wahren Geschmack beweisen. Einfach Magnum. Die Spanier kommen wegen der reinen Strände. Die Japaner wegen der schönen Aussichten. Die Franzosen wegen des preiswerten Urlaubs. Die Amerikaner, um mitzumachen. Die Italiener, um zu reden. Die Engländer, um in Vergangenheit zu versinken. Kommen Sie dorthin, wo die Zivilisation geboren wurde und die Natur noch lebt. Die Türkei, das Europa, das keiner kennt. Das Asien, das noch zu entdecken ist. Neu von Gammon. Body Shampoo mit aufregendem Duft. Mild. Vitalisierend. Verführerisch. Verführen mit Duft. Gammon in exklusiven Duftnoten. Aus Maggis Pasta-Küche Maggi Fix für Spaghetti Bolognese. Pasta, Pasta, Maggi, Maggi, Pasta, Pasta. Spaghetti Bolognese, Bolognese. Ich nehme Hackfleisch und Magifix für Spaghetti Bolognese mit Tomaten drin und den typischen Gewürzen. Spaghetti Bolognese, Bolognese. Pasta, Pasta, Maggi, Maggi, Pasta, Pasta. Spaghetti. Mit Magifix was Tolles zaubern. Spaghetti Bolognese. Du bist also ein Verfechter des deutschen Schlagers, bist du? Immer noch? Ich stehe zu ihm. Ja. Also ich würde es nicht unbedingt, das sage ich ganz offen und ehrlich. Ah. Das gibt es nicht. Super. Dankeschön. Ja. Bravo. Das heißt, ist ja, kein, so ist die schon richtig. Kein Verdienst von unserem Bunny, sondern nimm mal das wieder mit dir, das ist ja ekelhaft. Des Hauses, ja. Des Hauses, das Hotel Hauses. Maritim, die wirklich ganz schnell, das ist natürlich kein echter Amaretto, wir haben das. Wir haben knappern? Einmal Cognac genommen. Komm. Ja, nicht sappern, Mund auf. Ist das, was ist das, ein Apfel oder was? Ja. Ich mag keine Apfelmittel. Du hast mir ja Flecken auf meine Hose gemacht. Ja. Du bist feucht. Ja. Ja. Wo ist feucht? Feucht ist ein Stadtteil von Nürnberg. Da ist, ja, ist aber auch bei dir in der Nähe. Auch bei mir. Da ist feucht. Ja, da ist ja. Feucht. Nicht auf deiner Hose. Ja. Sauf dir mal einen an, Uwe, du kannst es gebrauchen, denn jetzt kommen die härteren Fragen. Was wir jetzt gemacht haben, das war alles Pipifax. Geplänkel. Ja, Geplänkel. Hast du eigentlich so Bammel, wenn du noch, du machst da live, du gehst vor die Rotlichtkamera und stehst da, hast du noch Bammel? Bammel heißt, was heißt Bammel? Hast du einen Bammeln, wenn du da stehst? Also im Kopf bammelt es ganz schön, das andere ist festgeschnürt. Muss ja irgendwie die Sendung dann richtig losgehen. Der Moment, bevor es losgeht, der ist irgendwie immer hart. Also so die letzten 2-3 Minuten, weil ich bin einer, der voraus will, der einfach so, mal so spontan und so, wie du jetzt gerade eben hinter der Bühne immer den Tappel-Tappel hin und her gemacht hat, ja, wie so ein Tiger. Und bevor es losgeht, mach das ist weiter, wichtig. Junge, du wirst dir noch Freunde schaffen. Ja? Den Tappel-Tappel hinter der Bühne. Ja. Bin sowas von ruhig und eiskalt. Ich muss euch alle in den Arm nehmen, setzen auf den Schoß und trösten und Schnulli. Ach, deswegen hat er mich angefasst. Ach so. Ja. Nur deswegen, damit du ruhig wirst, Junge. Er ist im Grunde auch ein ganz hippliger Typ. Ihm sieht man das nicht an. Er macht das mit Rauchen, du machst das mit Amaretto. Amaretto, Apfelsaft. Ja, Apfelsaft, Amaretto. Jeder hat so seine Droge, nicht? Eben. Säufst du eigentlich viel vor so einer Show? Nein. Überhaupt nicht. Warum nicht? Dann würdest du das vielleicht macht besser Zunge, werden. Das macht die Zunge, ja. Macht die Zunge so schwer. Ja. Aber ich meine, das ist der Ausgleich da. Mancher von den Stars hat ja schon so ein bisschen was drin. Dann brauche ich nicht auch noch was.
Redest du völlig frei oder hast du dir jeden Satz aufgezeichnet? Geht nicht, weil die Hitparade ist in so einem engen Zeitkorsett, dass manchmal passieren kann, dass in der Live-Sendung auf einmal jemand sagt, du hast nicht mehr eine Minute Zeit für den Titel anzusagen. Sondern drei 10 Sekunden. Ach so, 10 Sekunden. Das wäre schön, das wäre schön. Das ist überhaupt so, das finde ich zumindest krank so ein bisschen, die Sendung. Sie ist total eng, 45 Minuten. Wirst du sagen, es reicht schon, gell? Ich finde, es reicht nicht. Es oder sind ja 43 Minuten nur. Boah, kennst du aber ja, weil die 43. Absage von der, das ist ja 45 Minuten, ist ja gelogen. Ja, ja, in der Zeit müsst ihr mehrere Titel unterbringen, dann auch noch diesen TED, der Abstimmung. Bitte? Die Abstimmung, ja. Die Abstimmung wird ja meistens schon vorher fertig, ist die ja schon, nicht? Nö, wir haben nur einen Teil, zwar ich die Zuschauerinnen und die... Ich habe mal versucht anzurufen, war mal besetzt. Ja, Karl, da lassen wir nicht durch, das geht nicht. Aber, TED Dumme, weiß, was das ist. Ich weiß, aber das Dumme nicht für mich TED ist nicht TED Herold, sondern TED... Den kenne ich auch nicht. Ja. Aber das Dumme für mich ist jetzt, ich kenne die Sendung nicht. Ah, oh, wieder einer. Obwohl ich viel gucke. Ja. Die Hitparade. Ja, ja, welche Musik mögen Sie denn? Ja, persönlicherweise. Welche Musik mögen Sie denn, Herr Rogler? Das ist ja jetzt eine Frage. Noch nie waren wir uns so einig, gell? Ja. Ja. Ja, was ist denn so deine Musik? Ach, meine Musik, ja. Bayerische Dirndl? Nee, oh, von lieber Gott. Blasmusik aus Bayern? Nee, aber so Schlager eigentlich nicht so sehr. Ja, was ist denn deine Musik? Äußer dich doch mal. Ja, du musst nicht saufen, du sollst antworten. Meine Tochter trommelt nicht immer. Nicht deine Tochter, ich will wissen, was du gerne hören willst. Das gefällt mir, das will ich gerne hören. Deine Tochter trommelt? Ja, die trommelt. Also Rap, Rap, Hip-Hop und all das Ganze. Ja, sehr schön. Macht Stimmung, gell? Ja. Geht auf die Ohren. Ja. Was Kinder gut finden, finden die Eltern ja dann auch gut. Wie alt ist denn die Kleine? 18. Ach so. Naja. Und da hast du so, habt ihr denn auch einen CD-Player zu Hause? Ja, haben wir. Ja. CD, das ist nicht Costa Cordada, das ist jetzt hast du selbst schon Schallplatten besprochen? Nee. Nee, hast du nicht. Was machst du eigentlich jetzt? Ich denke, du hast Schallplatten, machst live auf. Nein. Warum bist du überhaupt hier? Mich hat doch jemand angerufen, ob ich kommen will. Und da habe ich gesagt, ja. Auch so ein Pipifax geschickt. Ich hatte mit einer Absage gerechnet. Ja. Scheiße. Hat nicht geklappt. Ja. So, Uwe, wie sieht denn jetzt so deine Zukunft aus? Hast du schon gefragt. Aber wir haben noch keine Antwort bekommen. Oder doch, doch. Also die Spielshow, die lockt. Und das wird doch sicherlich eine Spielshow werden. Spielshow? Ja. Das heißt, du spielst mit kleinen Kindern? Na, mit den kleinen Kindern, die sich so mindestens 18 alt fühlen. Eine Gameshow, kann man sagen. Nee, du, eine Gameshow, das ist für mich mit den Preisen verbunden. Das brauche ich nicht rausputtern. Ich brauche kein Auto. Nee, wozu ein Auto? Mit einem roten und mit einem schwarzen Schlüssel. Nee, muss nicht sein. Beide Schlüssel sind natürlich rot. Ja, klar. Ja. Nee, das nicht. Also Gameshow, wo du nur gewinnen kannst, das muss nicht sein. Ich denke, hier kann man auch verlieren. Ja, sollte man. Der Moderator ist der größte Verlierer. Nee, absolut. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man ein bisschen Hintergrund gehen kann. Also ich glaube, ein guter Moderator, und sehe ich es auch bei der Hitparade eigentlich, sollte ein bisschen anstacheln. Ist dein Leben nur die Hitparade? Gibt es nichts anderes? Ja, du, momentan auf jeden Fall. Hörfunk mache ich noch. Aber ich finde schon, es ist eine Aufgabe aus der Sendung, die ein bisschen angeknackst war, sie besser zu machen. Und wenn, das sage ich jetzt also echt schon mit einer... gewissen Freude, wenn inzwischen Stars anrufen, sie wollen wieder in der Sendung drin sein, wenn inzwischen ich Plattenfirmen... Ich habe nicht angerufen! Ja, wenn Plattenfirmen Dankeschön sagen, dass sie mit dabei sein konnten und wenn die Sendung vor allem formal, schönes Outfit, gute Regie und so weiter stimmt und ein paar Gags drin sind. Für Niki habe ich mich zum Beispiel Hals über Kopf im Studio aufhängen lassen. Für Niki. Ja. Dann ist es schon ganz für Niki aufhängen Hals lassen. Über Kopf, an den Beinen hoch, denn die hat einen Titel gehabt, der nannte sich Hals über Kopf. Du hast dich an die Beine, wie lange hält ein Mann das aus eigentlich? 2 Minuten. Wenn du die Proben noch dazu zählst und so weiter, war es eine ganze halbe Stunde. Im Niki hast du da gesessen, oder wie? Für Niki. Ach, für Niki. Ich dachte, im Niki haben sie dich aufgehängt. Na, ich durfte auch nicht im Niki-Klischee da sein. Das ist überhaupt so eine gefährliche Sache beim ZDF. Man muss ja doch ein bisschen die Linie bewahren, die da so vorgegeben ist. Ja, entschuldige, das ist interessant. Gell? Die Linie vom ZDF, die heißt sauber. Immer lächeln, auch wenn einem hinten einer eine Zigarette auf dem Hintern ausdrückt, immer freundlich sein. Ne? Das sind eigentlich, glaube ich, nicht die richtigen Adjektive. Sauber und, also ich meine... Also der Junge von nebenan, den man sich gerne wünscht.
War eine Strecke so weit, war ich wahrscheinlich auch. Der Schwiegersohn, wie jede Mutter, so das allgemein, der allgemein gefällige Dressmann. Ja, ist das jetzt Schwiegersohn mit Jeans? Ja, bei mir kannst du rumlaufen, wie du willst, aber in deiner Sendung kommst du immer mit so... Du, das habe ich aufgehoben, so bin ich vor einem Jahr schon die Parade aufgetreten. Warum kommst du überhaupt so schlampig in meine Sendung? Na ja, eben, klar. Du, bei dem, was ihr hier zahlt... Aber du ziehst immer einen Fuß so hoch, machst du Yoga? Ich sitze so besser, dir zugewandt. Schläft dein rechter Fuß immer ein, dass du da drauf sitzen musst oder so? Nee, das hat man ja viel beim Raucherbein, oder? Das belebt. Ja. Zum Glück auch nicht. Ja. Rauchst du denn überhaupt? Rauchst du nicht? In der Öffentlichkeit nichts? Nix. Nichts. Ja, hast du neben Amaretto noch irgendwelche Laster oder Anhänger? Italien, ich reise sehr gerne. In die Toskana, kochen. Rotwein? Ja. Yes. Mit Rotweinsoße kochen in der Toskana. Mhm. Genau. Firenze. Mhm. Auch die klassische Musik von, wie sagt man da, das sind doch die Spiele in der Toskana, in Firenze. Florenz ist das. Nein, das ist nicht das Florenz. Du meinst, aber interessanter finde ich Mailand, Mailand und Rom. Mhm. Finde ich schöner. Warst du schon überall da? Mhm. Rom Innenstadt auch? Absolut. Habe ich letztens einen Film gesehen, Ein Herz und eine Krone, das war so schön. Seitdem will ich da auch hin. Vielleicht treffe ich da Audrey Hepburn mit seiner Vespa und dann brettern wir da ein bisschen durch die Gegend. Rom ist in der kleinsten Hütte, nicht? In Rom, da steht der Kölner Dom. Mhm. Mhm. Wer hat ihn denn dorthin getragen? Da muss ich doch den Papst mal fragen. Es geht ja noch weiter. Er machte einen großen Satz, jetzt steht er auf dem Petersplatz. Ja, hattest du noch eine Message rüberzubringen? Ja, kommt denn keiner mehr? Hast du denn keine Gäste mehr? Wir haben noch einen Gast, eine Dame, hübsches Mädchen, eine Frau. Sie kennen sie alle. Wir freuen uns jetzt ganz besonders auf ein Mädel, die ist blond, sie ist hübsch, sie singt gut und sie talkt höchstwahrscheinlich auch gut. Es kommt jetzt zu uns und zu mir und zu dir und zu Ihnen, Claudia Jung. Hallo, grüß dich, Claudia. Jetzt geht diese verstohlene Küsserei los. Das ist in dieser Showbranche so immer... Also hier nicht. Bei Claudia, wir sind ständig auf Tournee zusammen. Wir kennen uns ganz gut. Ihr seid immer auf Tournee zusammen? Ja, genau. Weil einer alleine schafft das meist nicht. Und was schafft einer alleine nicht? Na, das Publikum so ein bisschen zu begeistern und so. Da tun wir es immer zusammen. Das schafft Uwe alleine nicht und dann musst du noch dazu kommen. Ja, so als Mann alleine auf der Bühne, das ist auch langweilig. Da muss man schon mal ein bisschen unterstützen. Du singst aber doch nur, Claudia. Ja, das reicht doch. Wenn ich jetzt auch noch quatschen würde, wie würde der... Er redet ja sehr viel und da ist auch viel Müll dabei. Aber wenn man jetzt... Macht euch weiter. Nee, wenn man viel so redet ohne vorgefertigten Text, dann kommt natürlich auch da zum Teil kommen da Sachen raus. Du passt jetzt genau auf, was du so erzählst, nicht? Warst du schon mal in Talkshows? Bis jetzt noch nicht, nein. Naja, die erste und die letzte. Ja. Das stimmt, es kommt drauf an, wie du dich jetzt benimmst heute. Ich benehme mich schon sehr gut. Ich habe dich heute Nachmittag bei der Probe gesehen, da kamst du mit so einem Pullover und jetzt haben sie dich so geschminkt. Du siehst also wirklich, darf ich mal sagen, anders aus als... Ja nun, also ich bin jetzt hier bei Dallas und dementsprechend muss ich mich doch dann auch kleiden und... Ja, das ist ja nun toll, so schwarz-weiß. Wir haben auch Farbfernsehen, Der hätte es auch was Buntes an sich, so wie Uwe oder ein Hemd oder so. Das Hemd natürlich unheimlich bei ihm. Claudia, erzähl mal ein bisschen. Du bist ja noch sehr jung im Geschäft, nicht? Ja. Wie lange? Jung im Geschäft und jung im Leben. Ja, 5 Jahre jetzt. 5 Jahre, doch schon so lange. Und ich habe dich selbst eigentlich erst so seit 4,5 Jahren registriert. Was hast du das Jahr vorher gemacht, das halbe Jahr vorher? Wie fing das so an? Was war dein erster Titel? Wie bist du entdeckt worden? Das interessiert doch manchen von uns, ja? Stimmt, ja. Warst du Zahnarzthelferin? Nein, also ganz so arg war es nicht. Scheiß Amalgamfüllung? Nein, die habe ich mir selber auch immer nur geholt beim Zahnarzt, mit Weh und auch. Nein, ich habe vorher halt Schule gemacht und habe in einem Ingenieurbüro gearbeitet, als Sekretärin oder... So Allround-Kraft, als einzige Angestellte als auch. Als Mädchen für alle, kann man sagen. Ja, genau, Mädchen für alles, bitte. Das, wenn wir, also,
klar trennen. Naja, und dann habe ich halt also bis vor einem Jahr noch gearbeitet und habe mich jetzt ganz der Singerei. Hast du auch diesen Amaretto, Sophia? Nein, nein, nur Apfelwasser. Nur Apfelwasser? Apfelwasser. Nicht Abführwasser, Apfel. Apfel, ich weiß schon. Was sind das für Trinkgewohnheiten als Schlagersängerin? Nur um gut auszusehen? Zum Glück habe ich diesen Stress nicht. Ja. Ich nuckle hier jetzt schon fast eine Stunde an dem einen und selben Bier rum. Aber immerhin singst du ja auch, oder? Ich meine, hast ja auch deine Blättchen gemacht und deine Kassettchen und so weiter. Ich habe die übrigens... Kassettchen, Blättchen, ja. Was ist das für eine Sprache? Ich habe, naja, weil die sind so klein geworden. Die sind so klein geworden. Was ist klein geworden? Ja, vor allem habe ich habe dich entdeckt. Wann war das denn? Du hast mich entdeckt. Ja, in einem Club, der, glaube ich, hier einige Prozente an diesem Sender hier hält. Da warst du runtergesetzt. Warte mal, du wurdest verramscht für 7,80 Mark. In der Grappelkiste. Ja. Und wer hielt sie immer so hoch? Da kam so eine Hand raus, das warst du. Ja? Also, ich wurde doch nicht für 7,80 Mark verramscht. Und es waren gleich 5 Stück auf einmal in einem Grabbelkästchen. Hast du vollkommen recht. Doch so viele. Ich weiß es, ich mache ja kaum Platten. Bist du schon mal verramscht worden, Claudia? Keine Ahnung, also so genau habe ich mich da. Da ist er noch viel zu jung dafür. Verramscht. Ja. Warten wir noch ein paar Jahre, bitte. Ja. Es ist manchmal so, dass es gibt Restposten von einer Riesenauflage. Ja. Weil die Platinplatte ist abgeschlossen. Ja. Dann haben sie noch so 500 Dinger und die werden dann also, weil dann das nächste Produkt... An die Mitleidigen verschenkt. Nein, und das nächste Produkt schiebt nach, das ist eine ganz normale Sache. Und das nennst du verramscht in der Krabbelkiste, du Nestbeschmutzer, du. So. Ja, richtig, gut ihn ruhig aus. Ja. Wie viele Platten hast du jetzt schon besungen? Oh, ganz ehrlich, also da muss ich... Also drei, wir sind gerade bei der vierten LP, aber Singles kann man nicht mehr zählen, weil die ja rausgekoppelt werden. Genau, das verliert man dann aus den Augen. Ne? Ja. Was singst du denn am liebsten? Romantische Lieder oder Rap? Nee. Rap nicht, das überlassen wir anderen. Also, nö, also romantisch und deutsch auf jeden Fall und da bleibe ich auch bei. Deutsch. Ich habe nämlich gehört, ihr habt das eben schon wieder so ein bisschen versucht aufzugreifen, dieses Thema hier. Ja, haben wir. Aber du machst das ja auch seit Jahren. Ich kann nur Deutsch singen. Home on the Ranch habe ich gesungen, alles Deutsch. Ja. Aber sie macht es sehr erfolgreich, die Claudia, denn die meisten werden das ja wohl wissen, also die Fans der deutschen Musikszene, dass ja die beliebteste und beste deutsche Schlagersängerin des Jahres 1990 geworden ist. Also das immerhin sei gesagt. Das ist übrigens kein Urteil nur vom Publikum, sondern von den Kennern, gell? Von Musikfachzeitschriften. Dasselbe hat er gestern über Juliane Werding gesagt. Naja, aber es ist ja nachweisbar. Also für diese Aussagen zahlen wir ja so immer unter der Hand. Ja. Das kostet mich gleich wieder ein Bier. Echt? Ja. Kostet dich das ein Bier? Bei ihm ist es wirklich ja teuer. Richard Rogler, hast du noch irgendeine Frage? Weil ja die Schlagerszene kennst du ja anscheinend überhaupt nicht. Überhaupt aber nicht. Wir haben einen Vorteil, Claudia Jung kennt dich auch nicht. Ja, das ist gut. So ist man fremd, Strangers, ja. Ja. Abends, in the night. In the night. Ihr könnt aneinander vorbeigehen, ihr seid beide berühmt und keiner erkennt den anderen. Ist das nicht toll? Das ist toll. Ist das nicht das, was das man entlastet. Sich eigentlich wünscht? Das entlastet. Ja. Ja. Wollt ihr nicht dabei bleiben? Gerne. Ja. Du kennst alle, weil du immer hier und da, du kennst mich, du kennst uns alle. Mhm. Ist das nicht irgendwie ein Fehler, wenn man so fächert? Fächert. Wenn man so zu allen nett sein will, so rumfächert. Also ich bin nicht zu allen nett, weil ja auch nicht alle nett zu mir sind. Ist auch außer vollkommen, wir heute. Ja. Ich hab dich doch geschont, Junge, ja. Ich hätte dich zur Sau machen können. Eben. Aber du hast einen Fanclub. Ja, dein Fanclub. Die haben dich ja auch vorher gewarnt, gell? Die haben dir vorher geschrieben, mach ihn bloß nicht fertig. Genau das gleiche haben sie mir. Der Fanclub hat mir einen Brief geschrieben, ich soll ihn nicht fertig machen. Ja. Und genau den gleichen haben sie mir auch geschrieben. Bitte? Genau den gleichen haben sie mir auch geschrieben. Du lässt mich nicht fertig machen. Ja. Haben die ja auch kein Format, nicht? Nee. Ja. Nee, aber ich glaube, mit den Menschen ist es sehr wichtig. Du, das ist doch ganz klar. Auch wenn man so eine Sendung macht wie ich jetzt. Jede Musik kann man nicht mögen, das geht nicht. Die da auch in der Jury, wird übrigens durch eine Jury ja bestimmt, also nicht durch den Moderator. Jede Musik kann man nicht mögen. Und ich interessiere mich eigentlich ein bisschen mehr noch für die Menschen, die Musik machen. Ich ja auch. Eben. Deswegen interessiere ich mich genau mehr dieses. Für den Menschen, Claudia Jung, auch wenn sie demnächst verheiratet ist. Ja. Das stört mich aber nicht. Deswegen. Schreckt dich nicht ab. Und dann kannst du ein bisschen besser die Musik verstehen. Ich habe mich noch nie abgeschreckt. Eine verheiratete Frau hat mich noch nie abgeschreckt. Abschrecken tun wir morgens. Ja, ja.
vorm Frühstück, ja. Kaltes Wasser einmal drauf gucken. Ja, Reis muss abgeschreckt werden. Ja. Er mag es gerne 4,5 Minuten. Kein Reis, 4,5 Minuten, da kriegt man einen Reisverschluss. Wir müssen. Ich würde mal sagen, der Richard Rogler, der von dieser Branche, diese Schlagerfuzzis, die drei, die hier sitzen, du, ich und Claudia, nun gar keine Ahnung hat, der soll den Titel von Claudia Jung ansagen gleich. Mach ich gerne. Ja? Wie heißt er denn? Nein. Der Titel, ja. Sage ich dir dann. Ja. Die Claudia ist so nett und geht schon mal in die Szene und ich probe mit dem Richard mal die Ansage. Oh, ja, bitte. Wie heißt denn der Titel überhaupt, den du singst? Hast du dir doch da aufgeschrieben. Oh, ich kann. So! Ist das die B-Seite? Nein. Das ist die A-Seite. Aber nicht, dass da. Ich habe jetzt letztens wieder gehört, dass da irgendwie falsch was aufkommt. Es wird also nicht gesponsert, dieser Titel, vom schwedischen Fremdenverkehrsamt. Vom schwedischen Fremdenverkehrsverband ist er nicht gesponsert worden. Claudia, schönen Dank, dass du da warst. Wir hören dich gleich noch singen. Richard Rogler wird dich sowas von lecker ansagen. Claudia Jung mit dem Titel Midsommernacht. Midsommernacht. Kannst du das merken? Ja, kann ich merken. Ja. Soll dir Bunny Sissi das noch aufschreiben? Nein, Pfoten weg. Soll dir Bunny Sissi das noch aufschreiben? Kennst du einen, der lesen kann? Ja. Claudia Jung mit Midsommernacht, mach ich. Claudia. Schönen Dank, du Claudia, gehst schon mal, in die Maske, in die Deko, du kommst drüber. Es ist jetzt eine Schlagersängerin, die ist blond, sehr hübsch und singt den Titel Midsommernacht. Midsommernacht? Ja, Midsommernacht. Du brauchst es heute nicht machen, du. Weil wenn du die Dinger ansagst, verkaufen die deine ganzen Zahnstocher hier. Meine Damen und Herren, das muss das schon ganz lecker machen. Erstmal nimmst du dir eine Kamera, die da, wo das Licht ist. So. Meine Damen und Herren, es singt nun Claudia Jung den Titel Midsommernacht. Ja, okay. Es singt nun Claudia Jung den Titel Midsommernacht. Wie heißt der Titel, den sie singt? Es singt nun Claudia Jung den Titel Midsommernacht. Wie würdest du das ansagen jetzt? Dann machen wir mit ihm nochmal eine Probe. Sag doch mal. In die Kamera. Da. Sie ist frech und sie ist noch ein paar Stunden lang zu haben. Hier ist Claudia Jung und Midsommernacht. War mir schon seit Jahren zu heiß und der Wind war voll Staub. Darum nahm ich diesmal die andere Richtung, so weit in den Norden hinauf. Im Lande der Fjorde und Lachse, der Schären und der hellen Nacht, hab ich einen traumhaften Sommer der Liebe verbracht. Es war Midsommer über dem westlichen Land. Musikanten, die spielten und wir tanzten barfuß im Sand. Es war Midsommernacht, ich trug Blumen im Haar. Du sagst leise zu mir, tanz mit mir in den Morgen, heute Nacht bleib ich bei dir. Sie schmückten die Häuser, die Bäume mit Blumen und Bändern aus buntem Papier. Die Menschen waren fröhlich, sie lachten und sangen und riefen mir zu, du bleibst hier. Wie gerne wär ich noch geblieben, doch leider, die Zeit blieb nicht stehen. Doch ich komm zurück, um mit euch in den Sommer zu gehen. Es war Midsommernacht und die Sonne stand hoch über dem westlichen Land. Musikanten, die spielten und wir tanzten barfuß im Sand. Es war Midsommernacht, ich trug Blumen im Haar. Du sagtest leise zu mir, tanz mit mir in den Morgen, heute noch bleib ich bei dir. Es war Midsommernacht und die Sonne
über dem festlichen Land. Musikanten, die spielten und die tanzten barfuß im Sand.